Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zum Mass Effect 3. Da drüben ist sie, die große Halle. Und dort wird es voraussichtlich zum Showdown kommen. Wir sind auf Lessus. In dem Adakyakshi-Kloster sind Elite-Soldatinnen verschwunden und mittlerweile wissen wir, dass hier die Reaper eingefallen sind. Wir haben auch Samara getroffen, weil ja ihre Töchter alle Adakyakshi sind. Und zwei von den Töchtern, die leben hier. Eine haben wir auch kennengelernt. Die Begegnung war allerdings, ich würde mal sagen, nicht ganz so freundlich. Bevor wir dort aber reingehen, gucken wir uns erstmal eine Runde um. Nicht, dass wir irgendetwas übersehen. Das wäre wirklich sehr, sehr schade. Irgendein Mod oder sonst was. Sieht mir jetzt aber nicht so aus, als würden wir hier irgendwas finden. Geiz kriegen. Da, doch. Sturmgewehrpräzisionszielfernrohr. Ja, warum auch nicht? Oh, ansonsten. Was die Reaper hier wollen, ich habe bloß eine Vermutung, weil ja überall diese Banshees auftauchen. Ich gehe einfach davon aus, dass die Banshees, ja, aus den Adakyakshi irgendwie gemacht werden. Und deswegen haben die Reaper ein größeres Interesse. So, okay. Asari-Leiche, das ist eine von den Soldatinnen. Haben die Asari die Sprengkörper gelegt oder sind sie gescheitert und hier draußen gestorben? Nach dem, was die Reaper getan haben, sie würden nicht eher ruhen, bis die Bombe am geplanten Ort ist. Doc, ihre Leute sind nicht unbesiegbar. Nein, vertrauen Sie mir. Wo sind denn meine beiden? Hallo? Ich höre bloß die Stimmen, aber ich sehe sie nicht. Das ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen, dass ich zwar Stimmen von meinen Begleitern höre, die aber nirgends sind. Also Leute, ihr erlaubt es mir nochmal an dieser Stelle zu sagen, dieses Spiel hat Bugs ohne Ende. Man wundert sich eigentlich, dass es durchgehend so eine hohe Wertung bekommen hat, weil das ist ja echt ein No-Go, dass du deine Gefährten nicht hast. Naja, egal. Wir gehen jetzt in diese große Halle und gucken mal, was uns da erwartet. Oh Mann, Fahrstuhl öffnen. Oh, wir müssen erstmal eine Runde mit dem Fahrstuhl fahren. Habe ich denn jetzt meine Leute wieder bei mir zum Kuckuck aber auch? Naja gut, solange sie mitkämpfen, ist ja auch eigentlich alles in Ordnung. Da sind sie. So, wo geht's auf? Hier vermutlich, oder? Na komm, oder da? Der James. Mit seinem Wahnsinns... Ja, ich weiß gar nicht, mit seiner Wahnsinns-Nahkampfverbesserung. Hier geht's weiter, okay. Wir gucken uns erstmal um. Da vorne sehe ich Samara stehen. Die hat ja immer so eine ganz besondere Haltung. Erstmal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden können. Da hat's... eine medizinische Station, das bedeutet schon mal nichts Gutes. Wir haben unsere Bombe. Und Valer. Valer ist auch da? Ich sehe bloß Samara. So, können wir den Muni aufnehmen? Lass mal kurz gucken. Ja. Ich weiß. Aber es geht Rila nicht gut. Rila ist noch keine von denen. Unmöglich. Sie muss nur aufwachen. Ach du Scheiße. Die haben Rila erwischt. Schwester. Ach du meine Güte. Gut, also. Ich habe keine Ahnung, wie diese Verwandlung zu den Adakyakshi, von den Adakyakshi zu den Banshees eigentlich stattfindet. Also was da jetzt tatsächlich passiert. Offensichtlich scheint es ein bisschen zu dauern. Zumindest so, dass die beiden noch Gelegenheit haben, sich jetzt hier mit zu unterhalten. Aber egal, wir gehen da jetzt einfach hin. Jawohl. Hier scheint es nichts zu geben, was uns interessieren könnte. Das sind die Bomben, die sind schon recht beeindruckend, würde ich mal behaupten. Puh, okay, also dann kann ich euch ansprechen? Nein, okay, dann muss ich hier Bombe. Rila? Rila, hörst du mich? Sieht eigentlich ganz normal aus, oder? Alles klar, hallo? Okay, so viel zu sieht normal aus. Warum hat sie das getan? Weil sie sich in eine Kreatur der Reaper zu verwandeln beginnt. Tut mir leid. Können wir die Bombe zünden? Haben Sie einen Zünder? Die Soldatinnen hatten einen. Wir müssen ihn finden. Ach, Schande. Oh, ich finde die so eklig. Ich kann euch das nicht beschreiben, wie unfassbar eklig ich die finde.
Wo ist sie denn? Oh Gott, wie viele seid ihr denn? Komm schon auf. Ich glaube, dass ich hier mal lieber ein bisschen weg sollte. Wo sind die? Wo seid ihr? Komm schon auf. Die haben immer dieses... Wow. Schilde, Schilde, Schilde. Ganz kurz in Deckung gehen. Meine Güte, was immer die da schmeißen, das ist echt der Hammer. Oh, ich bin tot. Wieso bin ich tot? Oh Gott, wo kam das jetzt her? Ich habe keine Ahnung. So. Komm. Also dann. Gut, diese Ecke war nicht gut. Wir rennen da mal irgendwie von da hinten. Wenn die nach vorne gehen, gehen wir nach hinten. Oh Mann. Oh Mann. Versuchen es von da. Komm her. Komm schon. Nix wie weg, nix wie weg, nix wie weg. Und schön nachladen. Jess auf. Boah, die sind so eklig. Also das sind ja echt die schlimmsten Feinde, finde ich. Wo sind die? Wo ist sie? Oh, wir haben sie schon. Nee, noch nicht. Das ist der letzte. Okay, jetzt haben wir sie. Puh. Okay, alles klar. Das ging jetzt dann doch besser als erwartet, was aber wahrscheinlich nicht an mir lag, sondern an meinen Gefährten. Okay, so. Jetzt, wo ist die Bombe? Was können wir jetzt tun? Irgendwo muss dieser Zünder sein. Wir latschen hier mal rum. Vielleicht hat eine von diesen Wesen sie gehabt, aber die sind ja nun mittlerweile auch schon alle verschwunden. Keine Ahnung, wo dieser Zünder sein soll. Komm. Lauf, Jess. Okay. Ich schlage vor, dass wir dann einfach mal da vorne aktivieren. Oh Gott, echt. Boah, ich finde diese Verwandlungen so schrecklich, ehrlich. Valer, geh! Nimm den Fahrstuhl! Rila, was tust du da? Für mich ist es zu spät. Da kommen Hunderte. Geh! Ach du Scheiße. Ah, der Zünder. Oh, Samara, das tut mir echt so leid. Los! Nein! Rila! Ich liebe dich. Rila! Ah. Oh, die sind so grausig. Jetzt aber nichts wie weg hier. Was macht sie denn? Jetzt wird sie denn den Zünder aktivieren? Ich hoffe mal. Aua. Oh, Giga lässt grüßen. Wir sind nicht eure Sklaven. Usch. Ja. Oh, es tut mir leid, echt. Rila, wir konnten uns nicht mal verabschieden. Wenige brechen den Griff der Reaper. Rilas Wille war ebenso stark wie ihre Liebe zu dir. Wir haben sie sterben lassen. Rila hat ihre Wahl getroffen. Sie hat mich daran erinnert, warum ich geschworen habe, dieses Leben zu führen. Nämlich? Valer. Laut Kodex darf eine Adat Yakshi nicht außerhalb eines Klosters leben, das nicht mehr existiert. Oh nee, komm. Was soll das? Tut mir leid, Shepard. Unser Kodex.
Es gibt nur eine Rettung für Valer. Scheiß auf den Kodex, ehrlich, was sollen wir nicht? Meine Töchter, ihr wart viel stärker. Oh meine Gott, sie wollte sich selbst umbringen. Samara, ich glaube, ich spinne. Loslassen. Was tun Sie da? Gute Im Frage. Kodex folgen. Ah. Indem Sie Ihr Leben wegwerfen? Ich töte meine letzte Tochter nicht. Das musst du auch nicht. Valer? Ich bleibe hier, zu Hause. Egal, was daraus geworden ist. Ohne ordentliches Kloster? Ich hätte gehen können. Ich brauche kein Gebäude, um meinen Kodex zu ehren. Und die Reaper bekommen mich niemals lebend. Versprochen. Dann erlaubt es der Kodex, dass du bleibst. Wenn der Krieg vorbei ist und ich noch lebe, besuche ich dich als Justikarin. Ach Gott, bleib doch einfach, Samara. Also ich stelle mir das ja schrecklich vor, jetzt hier so alleine in diesem Kloster. Das ist ja echt der Hammer, oder? Vor allem, dem kann ja sein, dass die Reaper immer noch mal kommen. Was will die Frau hier alleine in dem Kloster die ganze Zeit? Also komm, bleib, Samara. Ich würde es verstehen, wenn Sie Valer hier helfen wollen. Das muss warten. Vorher helfe ich gegen die Reaper. Ich rede mit Valer und schließe mich ihnen dann an. Wenn Sie wollen. Wäre mir eine Ehre. Mir auch, werte Freundin. Hier unten ist alles geklärt. Bringen Sie das Shuttle her. Jawohl, Commander. Ich folge einfach dem Rauch. Also dieser Kodex, Leute, der hat's schon teilweise wirklich in sich. Da fragt man sich, was soll der Scheiß? Ich habe Ihren Bericht gelesen. Eine derart zugespitzte Lage war nicht vorherzusehen. Darum habe ich die Bombe gezündet. Mögen die Adat-Yakshi in Frieden ruhen. Das Vorgehen der Reaper war monströs. Ein weiteres Team von Soldatinnen war schon zum Kloster unterwegs. Ich unterstelle sie jetzt offiziell Admiral Hackett. Sie werden ihnen loyal dienen. Leben Sie wohl. Tschüss, Herrin, Ratsherrin. Okay. Bisschen Kohle haben wir. Jetzt ist die Frage, ihr Lieben, was machen wir denn als nächstes? Was haben wir denn hier noch so Schönes? Chemische Behandlung. Ja, wir haben diese ganzen Quests, aber das mache ich mal. Ohne euch, Asari-Witwe. Was können wir denn machen? Wir müssen alles mögliche Zeug finden. Landurlaub. Medizinische Vorräte. Technologie, die Kuna, Codex der Ahn, Hades Nexus. Ja, das sind alles diese. Die Scannerei, die mache ich ohne euch. Das macht immer irgendwie keinen Sinn. Perseusnebel. Die Quarianische Flotte bietet sowohl technische Spezialisten als auch Schiffe zur Unterstützung beim Tigel an. Ja, vielleicht sollten wir das jetzt machen. Perseus im Nebel. Also dann. Dann machen wir das. Vielleicht gucken wir noch mal ganz kurz nach Samara. Die muss ja jetzt eigentlich irgendwo sein. Irgendwo muss die ja sein. So, und ich finde wieder den Ausgang nicht, da ist er. Aber vielleicht haben wir auch irgendwelche Mails bekommen. Könnte ja sein. Wusch. So, jetzt komme ich wieder zu meinen beiden Quatschdamen. Habt ihr nichts zu sagen, Mädels? Wissen? Sind euch die Optionen ausgegangen? Wir gehen mal ganz kurz zu Edi und unserem Piloten. Weil die vergisst man sonst so gerne. Mit denen mag man ja auch noch mal so ein bisschen quatschen. Gibt's hier irgendwas Neues bei euch? Die Koreaner werden es schaffen. Sie sind Pfund für Pfund die beste Streitmacht der Galaxie. Pfund für Pfund ist irrelevant angesichts der insgesamt deutlich höheren Masse der Reaper-Streitkräfte. Das ist wohl wahr. Deshalb bringen wir ja auch die Kroganer ins Spiel. Okay. Gut, dass sie Samara das ausreden kann. Ja, finde ich auch. Hätte nie gedacht, dass sie ihre Pflicht mal nicht erfüllt. Ich weiß nicht. Einerseits war dieser Kodex alles, wofür sie gelebt hat. Und das seit Jahrhunderten. Aber dann geht die Galaxie den Bach runter und die alten Regeln werden bedeutungslos. Ich meine, wir nehmen schon immer den kürzesten Weg, richtig? Meistens. Wenn wir die Galaxie gerettet haben, kann uns die Allianz immer noch vor ein Kriegsgericht stellen.
Tja, das hat sie ja schon mal versucht. Commander? Und als wir gegen die Reaper gekämpft haben und ungewöhnliche Maßnahmen ergriffen haben, dann haben sie uns ja, haben sie uns ja auch vor ein Gericht stellen wollen. Hey, Edie, super. Hallo, Shepard. Woran denken Sie, Edie? An die Zerstörung des Reapers auf Tuchanka. Eine technologisch überlegene Macht wird nur selten von der Unterlegenen vernichtet. Wir brauchen nur eine Knarre, die Dreschlunde verschießt. Ja, genau, das ist eine gute Idee, Joker. Das war ein Witz. Tut mir leid, Shepard. Ich war in Gedanken. Ach so, okay. Die Reaper sind gar nicht so großartig. Immerhin wurde der auf Tuchanka trotz aller Gegenwehr von einem Wurm erledigt. Ja, so ist das. Darum habe ich über den Zeitraum nachgedacht, der mir bis zur Fehlfunktion bleibt. Sie sorgen sich um den Tod? Sozusagen. Mein Prozessor ist mit Berechnungen zum Kampf gegen die Reaper ausgelastet. Ich berechne Szenarien mit dem Rest der Crew. Darf ich noch eine Frage stellen, die Jeff verstört hat? Oh. Es geht wieder los. Jetzt bin ich Welchen gespannt. Sinn hat synthetisches Leben? Ach du Herrje. Na du, meine Fresse. Das ist jetzt aber mal eine schwere Frage. Welchen Zweck, ihr Lieben, hat synthetisches Leben? Ja, ich denke eigentlich, wenn es denn mal so weit ist wie Edie, eigentlich keinen anderen Sinn und Zweck als den, den eine biologische Einheit auch hat, nämlich was immer es möchte. Also vorausgesetzt, dass das nichts Böses ist. Denselben wie organisches Leben. Ja, genau so sehe ich das. Wer einen freien Willen hat, bestimmt sein Schicksal. Ja. Aber der Sinn von organischem Leben besteht doch letztlich darin, Kopien seiner Gene in künftigen Generationen anzulegen. Mhm. Bei mir ist das alles nicht so klar. Ich persönlich habe nur zwei andere erfolgreiche synthetische Lebensformen zum Vergleich. Geth und Reaper. Ja, schon. Aber... ja. Fortpflanzung ist nicht alles. Genau. Wir finden Sinn in unserer Arbeit, in guten Taten, in der Liebe. Verstehe. Ich werde Biografien studieren, um herauszufinden, ob berühmte Menschen diesem Ansatz wirklich gefolgt sind. Ja, bestimmt, mit Sicherheit, Edie. Ganz sicher. Anscheinend war das wirklich bei vielen Menschen so. Da kannst du Gift drauflegen. Das ging ja flott. Quantencomputer sind toll. Ja, wohl wahr. Shepard, ich stelle meine Prozessleistung auf die von Ihnen genannten Ziele um. Pflicht, Altruismus, Liebe. Moment mal, Sie machen sich jetzt einfach so gut? Geht das denn? Das ist cool. Es dauert eine Weile. Falls ich noch Fragen habe, komme ich wieder auf Sie zu. Besten Dank. So ein bisschen neidisch kann man auf Edie ja schon sein, weil erstens mal rucki zucki hat die eine riesenhafte Datenbank durchsucht und dann kann die sich einfach mal so umprogrammieren. Oh, auf Liebe und Altruismus, Mann, das hätte ich auch gerne. Was machen Sie da, Edie? Ich überwache Berichte über Protonenstürme und andere Weltraumwetterphänomene. Da die Reaper die Kombaken-Systeme angreifen, könnten kritische Warnungen untergehen. Wie schlimm sind diese Stürme? Wenn wir gewarnt sind, halb so wild. Aber wenn wir nicht gewarnt sind, sehr schlimm. Danke für die Information, Edie. So, sonst noch was, Edie? Hallo, Shepard. Gut, okay, alles klar. Dann gehen wir jetzt mal ganz kurz gucken, ob wir irgendwelche Mails bekommen haben. Vielleicht kommt da wieder irgendeine... ja, ich weiß auch nicht, irgendeine... Commander, Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten... Genau, ich dachte's mir doch. Neue Nachricht. So, dann wollen wir mal gucken, wer uns schreibt. Tegel-Update von Bryn Cole. Sehr geehrter Commander Shepard, nochmals danke dafür, dass Sie unsere Gruppe aus der Anlage auf Genix rausgeholt haben. Admiral Hackett ist ein großartiger Mann und es ist ein Privileg für ihn zu arbeiten. Der Bau des Tegels bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich, aber mein Team und ich sind fest entschlossen, seine Geheimnisse zu lüften. Ich verlasse mich zwar nie auf das Glück, aber in diesem Fall wäre eine gehörige Portion davon gar nicht schlecht. Alles Gute, Commander. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Mit freundlichem Gruß, Dr. Bryn Cole. Citadel-Treffen, Jacob. Hey, Shepard, dieses Tegel-Projekt ist der Wahnsinn. Bryn und die anderen arbeiten rund um die Uhr daran. Ich muss in Kürze zur Citadel, um Ausrüstung im Krankenhaus abzuholen. Wir können uns treffen, wenn Sie Zeit haben. Auf Genix war alles so chaotisch. Ich würde gern mal in Ruhe mit Ihnen reden. Hoffentlich sehen wir uns. Jacob. Unterwegs zur Front von Samara. Shepard, ich habe meine Angelegenheiten auf Lessus erledigt. Ich würde Ihnen gerne anbieten, wieder mit Ihnen auf den Normandy zu reisen, aber der Kodex schreibt vor, dort am Kampf teilzunehmen, wo die Lage am schlimmsten ist. Während Sie Ihre entscheidende Arbeit leisten, werde ich mein Bestes an der Front geben.
Vor meiner Abreise kehre ich zwecks Vorbereitungen noch einmal kurz auf die Citadel zurück. Falls es nicht mit ihren Pflichten kollidiert, finden Sie mich dort. Asari-Trupp bereit. Von Corinne Lemas. Commander Shepard, vor einer Stunde hat das Asari-Oberkommando Ihnen meinen Trupp unterstellt. Wir werden bis zum Einsatz bei der zweiten Flotte mitfliegen. Eine persönliche Anmerkung. Ich kannte einige der Elite-Soldatinnen, die in dem Kloster ihr Leben verloren haben. Nichts kann sie zurückbringen. Aber dass der ganze Laden in die Luft geflogen ist, war die einzig gute Nachricht der letzten Woche. Bereit zum Dienst. Captain Corinne Lemas. So, ich glaube, wir fliegen erstmal auf die Citadel. Da scheint es eine ganze Menge zu geben, was man so erledigen kann. Trainer, gibt's bei dir was Neues? Das Projekt hat von der Asari-Regierung neue Tech erhalten. Ja, das ist schön. Ich bin froh, dass sie beschlossen haben, die Kriegsbemühungen zu unterstützen. Das wurde auch echt Zeit. Jeder muss jetzt kämpfen, ganz egal, wie hübsch er ist. Ich habe das auch gelernt, auf die harte Tour. Ah, okay. Commander? Oh, gut, das war's dann auch schon. Wir machen nochmal unsere Runde, die machen wir ja eigentlich gerne. Crewdeck, dann werden wir erst mal schauen, ob Glyph irgendwas Neues für uns hat. Und eventuell Liara irgendwas zu verkünden hat. Wahrscheinlich haben ehrlich. Wir schon von Agentin D'Trace gehört? Sie hat sich seit über 8 Stunden nicht gemeldet, Doktor. Sie war auf Valchir im Einsatz, als die Reaper eingefallen sind. Damit dürfte wohl klar sein, was geschehen ist. Informieren Sie Agent Kalamis, dass er jetzt für die Berichte über die Aktivitäten der Reaper jenseits des Lovas-Portals verantwortlich ist. Glyph? Okay, gut, die beiden sind fertig mit ihrer... Ah, elektronische Signatur von Galel. Was können wir denn da machen? Oh, wir nehmen Kraftschadenbonus, oder? Ich brauche keinen Ladenbonus. Nö, muss jetzt nicht sein. So, was gibt's denn Neues hier bei den Broker? Korrespondenz eines geheimen Allianzprojektes. Dr. Locke, ich habe an dem Problem gearbeitet, das Sie mir gestern Abend geschickt haben, und ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden, wie man die Energieschübe des Tegels synchronisieren könnte. Geben Sie den angehängten Neuentwurf der Kondensatoren in Ihre Simulation ein. Die Aktivierungszeit des Masseneffektfeldes sollte damit 3,6 Millisekunden kürzer ausfallen. Und was das bedeutet, ist Ihnen ja sicherlich klar. Nach einer Freigabe durch Sie würde ich die Pläne zur Fabrikation schicken. Wir bräuchten bis morgen früh etwa 250.000 Stück zu Testzwecken. Aha, okay. E-Mail von Jacob an Dr. Brynn. Ich vermisse dich, Brynn. Aber ich bin froh, dass du wieder dort bist. Die Kämpfe werden hart, wenn wir mit dem Tegel aufbrechen. Leute, die wissen, dass ich früher bei Cerberus war, zeigen mir die kalte Schulter. Ich kann es ihnen nicht verdenken, schon gar nicht nach den Ereignissen auf der Citadel. Immerhin konnte ich anderen Soldaten beibringen, wie Cerberus kämpft, denn trotz neuer Ausrüstung hat sich ihre Taktik nicht geändert. Ich liebe dich, Brynn. Pass auf dich auf. Ein Tonmitschnitt aus dem Senatsbüro von Ratsherr Guar. Oder Guir, wie auch immer. Sekretärin Phillips. Die Rücklage für den Notfall ist weg, Sir. Wir haben nicht genügend Credits für Schiffe, um die Kolonie vor dem Eintreffen der Reaper zu evakuieren. Nicht bei den Preisen, die im Moment von den Camp-Kapitänen verlangt werden. Was ist mit dem Militär? Die sind vor einer Stunde weg. Sie haben gesagt, es sei zu riskant, zurückzukehren. Haben Sie das? Ja, Sir. Hier. Das ist ein Generalschlüssel, Sir, und ein Inventar? Phillips, ich autorisiere Sie im Namen des Senats dieser Stadt, alle E-Zero-Vorräte in unserer Staatskasse zu beschlagnahmen und damit auf allen verfügbaren Schiffen eine sichere Passage für unsere Bürger zu kaufen. Das scheinen private Vorräte zu sein von Senatsmitgliedern. Ich verzichte auf eine Wiederwahl. Holen Sie jetzt die Schiffe, Baines. Jawohl, Sir. Wow. Nicht schlecht. Arme Rela. Aber... ich bin froh, dass sie diese Bombe gezündet hat, Shepard. Ja, ich auch. Ja. Störte sie nicht, dass das Kloster zerstört wurde? Nein, nicht nach dem, was ich dort gesehen habe. Mir ist egal, ob sie Adat Yakshi waren, aber in solche Kreaturen verwandelt zu werden, das verdient niemand. Das sehe ich allerdings ganz genauso, wenn ich ehrlich bin. Also diese Banshees, die gehen mir irgendwie schwer runter, wenn ich ehrlich bin. Ich finde die grausig, so wir gehen mal gucken, ob Garrus irgendwas zu berichten hat. Wie ist denn die Lage auf seinem Planeten? Wo ist er denn? Hallo? Garrus? Nicht da? Hallo, wo bist du, mein Freund? Nein, er ist nicht da. Naja, gut, okay, dann hat er uns sicherlich auch nichts zu sagen. Dann gehen wir jetzt den Doc besuchen. Doktor, gibt's bei dir was Neues?
So, Doc. Es wäre für alle von Vorteil, wenn Sie einen Tauschhandel von medizinischen Vorräten mit den Citadel-Flüchtlingen organisieren können. Ja, ja. Reden Sie mit Taktis. Sie müssten ihn bei den Docks finden. Das werden wir tun. Da haben wir ja eine Quest bekommen. In der Citadel ist echt viel los. Also wir müssen zur Citadel. So, mal gucken, ist sonst noch jemand hier? Ashley, da waren wir jetzt aber auch schon eine Weile nicht mehr. Oh, Garrus und Jarvik sind zusammen in der Lounge. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal gucken, was Ashley macht. Ob es da irgendwas Neues gibt. Mehr? Hey. Hi, Ash. Hey, Commander. Ich habe ein paar Briefe gefunden, die mir meine jüngste Schwester geschrieben hat, als sie auf die Highschool ging. Es war für sie eine schwere Zeit. Teenager-Dramen und das alles. Dabei brauchte sie nur ihre große Schwester. Nach allem, was da unten vorgefallen ist, wollte ich sie wohl einfach nochmal lesen. Ach Gott, Ash. Sie schließen ungewöhnliche Freundschaften, Shepard. Ja, da ist was dran. Da ist wohl was dran. Das ist eine Seite der Asari, die ich niemals kennenlernen möchte. Welche Seite meinst du? Die Adak Yakshi? Shepard. Okay, das war's dann schon. So, jetzt wollen wir mal gucken, was Garrus und Jarvik da miteinander zu tun haben. Wahrscheinlich ist da schon wieder irgendein Streit, wenn die beiden zusammenstecken. Alle bekämpften die Rachni und versuchten, sie durch das Portal zurückzudrängen. Am Ende ließ man die Kroganer von der Leine und die haben sie dann aufgehalten. Mhm. Verstehe. Aber als die Kroganer dann rebellierten, mussten wir die Genophage einsetzen, um ihnen Einhalt zu gebieten. Das war nicht die einzige Rebellion. 1000 Jahre später haben die Geth gegen die Quarianer revoltiert. Das war ein völlig anderer Krieg. Dann kamen die Menschen. Mit denen hatte mein Volk eine Zeit lang Ärger. Und jetzt, als Krönung sozusagen, haben wir die Reaper. Was ist mit ihnen? Die Oravoren bekämpften die Denzorin. Die Endoromi besiegten die Vandomar und die Jatil lehnten sich gegen die Jar auf. Aha. Also gelingt es wohl nie jemandem, solche Sachen dauerhaft zu vermeiden. Na, offensichtlich nicht. Die Synril behaupteten, sie hätten den Weg zu ewigem Frieden gefunden. Was ist geschehen? Die Dithakur wollten Krieg und löschten sie aus. Hoffentlich hatten sie wenigstens Alkohol. Garrus. Okay, Jarvik. Ein Teil der Crew scheint von den Monstrositäten schockiert zu sein, denen wir begegnet sind. Sie wissen nicht, was die Reaper nach 100 Jahren hervorbringen. In unserem Krieg gab es in jeder Schlacht einen neuen Albtraum. Oh ja, das glaube ich, Jarvik, echt. Dieser Mensch hat sehr naive Ansichten über den Krieg. Ihre Spezies muss noch viel lernen. Ja, mag ja sein. Wir haben ja auch nicht behauptet, dass wir schon alles wissen, Jarvik. Commander. Gut, okay. Garrus, du noch irgendwas? Soldaten wie Samara brauchen wir in diesem Krieg. Nichts und niemand hält sie auf. Ja, das ist wohl wahr. Ich hoffe nur, dass ich ihr nicht eines Tages im Weg stehe. Die Frau meint's ernst. Ja, Samara ist schon eine Taffe, wobei ich es also manchmal grausam finde, wie sie sich an diesen Kodex gebunden fühlt. Das ist schon ein bisschen extrem, finde ich. Jetzt auch noch mutierte Asari. Mhm. Die Reaper sind eine riesige Albtraumfabrik, der immer wieder was Neues einfällt. Ich will mir gar nicht vorstellen, was die Reaper mit den Drell, den Hanar oder den Vorcha anstellen. Aber ich auch nicht. Es kann auch um einiges schlimmer werden, bevor es besser wird. Ja, das ist wohl wahr, vor allem bei den Vorcha, die sind ja schon auch so ganz, wenn sie ganz normal und nicht mutiert sind, sind die ja schon kaum zu ertragen. Im Moment nicht. Okay, dann hätten wir hier erstmal alles. Hat sich dann doch gelohnt, hier eine Runde rumzugucken. Schon eine brillante Taktik. Wenn man mal darüber nachdenkt. Ja, da magst du recht haben. Ich weiß zwar nicht, was du meinst. Hat das im Krieg je eine Rolle gespielt? Naja, aber andere Lebensformen zu Reapern machen, das kann ich einfach nicht akzeptieren. Ich auch nicht. Ich finde es einleuchtend. Es stellt sicher, dass einem nie das Kanonenfutter ausgeht. Das ist nur auch wieder wahr. Es eliminiert jeden Widerstand vor Ort. Und für jeden neuen Soldaten verliert der Feind zwei. Mhm. Den Umgewandelten und seinen Freund auf der anderen Seite, der nicht auf seinen Kameraden schießen kann. Das klingt, als würden Sie sie bewundern. Genau wie ich einen Virus oder einen Dreschlund bewundere. Beide haben sich perfekt an ihre Lage angepasst. Aber die Reaper wollen uns vernichten. Und ich habe nicht vor, das zuzulassen. Aber wenn Sie die Fähigkeiten des Feindes nicht respektieren, wartet eine böse Überraschung nach der anderen auf Sie. Ich glaube, dass Garrus da gar nicht Unrecht hat. Na, also... So,
ekelerregend das ist. Das ist übrigens eigentlich genau das gleiche Motiv, das wir ja auch in Dragon Age haben. Auch da ist es ja so, dass der Erzdämon, die dunkle Brut, also es sind ja auch Elfen, Zwerge oder Menschen, die da zu verschiedenen Wesen werden. Das ist eigentlich genau das gleiche Prinzip. Also da hat sich BioWare, sag ich mal so, dann doch auf ein ähnliches Motiv eingeschossen. Ja, der ist natürlich nicht da. Ich glaube jetzt auch nicht, dass unsere Reporterin irgendwas zu sagen hat. Ich weiß ja nicht, was ich von diesem kleinen Mech-Hund halten soll, der durch das Schiff springt. Sophie, ich finde sie süß. Ja, ich finde sie auch süß. Aber wozu ist sie gut? Jetzt für nix. Ich habe einfach eine Schwäche für arme Hunde. Deswegen arbeiten wir auch schon so lange zusammen. Jo, hast du was zu sagen denn jetzt? Die FBA-Kupplungen vom letzten Mal sind nach wie vor intakt. Nochmals danke, Commander. Es war mir eine Freude. Ich habe überall grünes Licht. Ja, das ist doch schön, alles grün also. Ich habe überall grünes Licht. Ja, wunderbar. Und denn jetzt? Shepard. Ja, da sagt mir nichts. Es gibt nichts zu berichten, Commander. Okay, also dann keine Neuigkeiten. Ich glaube, dann können wir doch demnächst, naja, in der nächsten Folge, warte mal. Ich gehe hier natürlich noch runter in die Shuttlebucht. Ich habe den M35 Marco immer geliebt. Der hat Herz, wissen Sie. Aha. Ach, was? Der M44 Hammer ist ihm weit überlegen. Blödsinn, das Ding ist doch aus Seidenpapier. Der Marco kann wenigstens ein paar Treffer einstecken. Der Flummiball. Das muss er auch. Das Ding ist so manövrierbar wie ein besoffenes Nashorn. Ja. Überhaupt keine Wendigkeit. Eher wie ein Bulle, der tagelang voranstürmen kann. Aber auch nur wegen seiner dämlichen vertikalen Masseneffektfelder. Springen oder stecken bleiben. Kein Tempo, keine Bewegung zur Seite. Wer muss sich mit so einem Geschütz schon bewegen? Wenn Sie das wollen, können Sie doch gleich den alten M29 Grizzly nehmen. Ey, ich liebe diesen Panzer. Ach, James. Ach, dass Sie kuschelige Bären mögen, passt ganz vortrefflich zu Ihnen, Mr. Vega. Was ist daran so lustig? Die beiden, echt. Also wirklich. Aber ich finde es schon sehr nett, dass BioWare es immer wieder schafft, auch mal sich selber hops zu nehmen, weil hier ging es jetzt um den Mako und ihr wisst ja, der Flummiball, der hatte ganz unglaubliche Fahreigenschaften. Was man mit dem anstellen konnte in Mass Effect 1, habe ich ihn tatsächlich auf den Rücken gelegt in Noveria. Das muss man sich mal geben. Da hingen wir dann wie ein Käfer, der auf dem Rücken liegt und mit den Beinen nach oben strampelt. So, jetzt werden wir die beiden Herren noch ansprechen und dann machen wir Schluss für heute. Dann kann ich nämlich auch noch ein paar Mods mal versuchen, wieder an meine Sachen zu hängen. Shepard, nochmals vielen Dank, dass Sie bei der Flüchtlingsgedenkstätte waren. Es war mir eine Ehre, Cortez. Ich fühle mich besser. Ist jetzt alles irgendwie viel klarer. Freut mich, dass ich helfen konnte. Wissen Sie, wenn wir das nächste Mal auf der Citadel sind, werde ich wohl mal in einen Nachtclub gehen. Sie sollten mich begleiten. Naja, why not? Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Kampfeinsatz auf die Citadel fliege. Das mit Odina ist unfassbar. Ein tolles Beispiel für die anderen Spezies, was? Naja, es hätte auch einen anderen Ratsherrn treffen können. Wenn Sie das nächste Mal ein Kloster hochjagen, sagen Sie bitte Bescheid, dass Sie das Gelände verlassen haben, okay? Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich mache mir wirklich Sorgen um Sie. Oh Gott. Und was ist mit mir, Esteban? Ich war auch dabei. Genau. Ihre Beine sind bestimmt genauso flink wie Ihre Zunge. Keine Explosion könnte Sie einholen, Mr. Vega. So, war's das? Das Shuttle ist bereit für den nächsten Einsatz. Gut, das wollten wir hören. So, Herr Vegas. Was gibt's bei dir Neues? Hey. Nichts. Hey. Gut. Okay, ihr Lieben, dann soll's das für heute gewesen sein. Ich werde mich jetzt ein bisschen mit Mods beschäftigen. Und vielleicht das eine oder andere an Verbesserungen einkaufen. Aber in der nächsten Folge dann werden wir, denke ich, dann doch mal auf die Citadel fliegen. Ah, ich werde ein bisschen Waffen machen und wahrscheinlich werde ich eine Runde rumscannen ohne euch. Genau, dann haben wir auch noch einen Grund, in die Citadel zu gehen, da können wir allerlei verteilen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch, wie üblich, einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende, je nachdem. Bis dann. Tschüss.